Alle Spiele der Regionalliga West exklusiv auf Sport Total. Rückrundenstart in Mönchengladbach. Schönen guten Tag aus dem Grenzlandstadion zum 18. Spieltag der Regionalliga West bei Sport Total. Und wieder Michel Lieder. Jetzt schaffen sie es mal, die Siegerländer ein wenig hinten reinzudrücken. Mika Schröers mit dem Übersteiger ins Zentrum. Und mit der ersten Chance geht Mönchengladbach hier in Führung. 10. Minute. Wir schauen drauf auf die erste Top-Chance und das erste Tor. Und das gehört zur Hälfte Mika Schröers, der sich da super durchsetzt. Auf der linken Seite, scharfer Ball ins Zentrum. 2013 für Kahn Marienborn mit dem linken Fuß. Der erste richtige Torabschluss. Markus Pazurek läuft da immer wieder mal an, der Kapitän. Und Telalovic auf dem Flügel jetzt. Gute Flanke für Müsel. Von hier oben betrachtet sehr, sehr entspannt. Gut gemacht von Lockel. Und dieser Ball ist sehr stark für Kurt. Kahn Kurt prüft Robert Jendrusch. Durchaus ordentlich aus. Bisschen Platz mal für Lockel jetzt. Kann auf die Viererkette zudribbeln. Steckpass. Und das Tor. Da machen sie es einmal schnell. Und schon klingelt es wieder. Torben Müsel. Sehr, sehr gut gespielt. Wir gucken nochmal auf dieses Tor, dieses 2:0. Lockel mit Tempo. Und dann dieser tolle Steckpass und Müsel chippt den über Jendrusch drüber. Jetzt vielleicht mal Olschowski. Und der landet auf dem Tordach. Also eine Torchance in dem Sinne hatten wir noch nicht. Vielleicht aber jetzt. Kyrie, Handspiel, Fragezeichen. Und da muss Olschowski ran. Da gibt es die Anfeuerung von draußen von Eugen Polanski. Ballgewinn, Lofolomo. Links ist Schröers in der Box. Den macht er nicht. Eugen Polanski ist da alles andere als begeistert und kriegt die gelbe Karte. Als erster heute Nachmittag. Der rutscht fast durch und bleibt gefährlich für Kamerinborn. Pazurek, Markus Pazurek. Und Enzo Wirz kommt rein. Ein frischer Stürmer. Da ist er am Ball und er trifft mit der ersten Aktion. Enzo Wirz. Der sprintet gerade auf den Platz. Hält das Köpfchen rein und schon steht es 2:1. Der weite Einwurf. Und dann in die kurze Ecke. Da sieht Olschowski natürlich nicht gut aus, aber ich glaube, er rechnet noch nicht damit.
Ecke von Schelt. Mats, Lukas Schelt. Auch der ist nicht schlecht. Zweiter Pfosten, da ist noch einer. Olschowski mit einer Glanzparade. Gut, Lockel. Und jetzt ist Feierabend. Borussia Mönchengladbachs U23 schlägt den ersten FC Kamerinborn mit 2:1. Ja, Leute, das Video muss jetzt fertig werden. Wie ist das jetzt hier? Was ist hier? Playlist. Ja, okay. Und hier unten? Abonnieren. Ja, war es das? Oder ist hier noch was? Letztes Video. Ja, sag ich ja. Alles gut.